sicher, wenn zwei Mercedes auf 13 und 17 stehen, dann muss was schiefgelaufen sein. Was denn alles? Also sicherlich in der wichtigen Runde, in der letzten war es halt so, dass es ein bisschen unglücklich war hinter Maldonado, der eine neue Streckenvariante probiert hat, jede Menge Dreck auf die Strecke geschmissen hat und eben in meiner schnellsten Runde damit die Runde auch kaputt gemacht hat. Und somit waren wir dann, weil die vorherige Runde schon nicht besonders gut war, das war allerdings noch auf gebrauchten Reifen, ja, somit sind wir halt 17. Aber ehrlich gesagt ist irgendwo zwischen 12 und 13 das gewesen, was das Potenzial vom Auto heute war. Und mehr wäre eh nicht drin gewesen. Hätte es geholfen, vielleicht ein bisschen mehr aufs Qualifying hinzuarbeiten, weil es sah so aus, als hättet ihr beide so ein bisschen Longruns gefahren heute Morgen? Nee, wir haben nicht ein bisschen Longrun gefahren, sondern wir haben richtig Longrun gefahren. Also von daher war das natürlich, nachdem gestern das Training verregnet war und wir das nicht tun konnten, für uns eine wichtige Erfahrung, die wir machen wollten. Das haben wir getan. Ob das ein Kompromiss fürs Qualifying war, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, weil der Abstand hier ist weitaus größer, als er das normalerweise ist. Und das Programm ist in Hockenheim auch nicht anders gewesen. Da hatten wir auch schwierige Bedingungen. Also daran wird es sicherlich nicht so gelegen haben. Überholen wird hier wahrscheinlich noch schwieriger als Hockenheim. Das heißt, es muss schon eine verdammt gute Strategie sein. Wie könnte die aussehen, um nach vorne zu kommen morgen? Gut, dafür haben wir Ross Braun. Macht er mal Alleingang. Unser Strategiemeister, richtig, genau. Aber lassen wir überraschen. Ich meine, wir sind, glaube ich, auch in den Long Runs nicht allzu glücklich gewesen. Das muss man auch dazu sagen. Es ist einfach so, dass die Strecke, die Kombination, die wir hier vorfinden, nicht unbedingt für uns gemacht ist. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Das müssen wir so hinnehmen und akzeptieren. Das Beste daraus machen. Das haben wir bis jetzt versucht und werden wir auch morgen versuchen. Und der Rest ist dann hoffen, dass sich die Dinge ändern und plötzlich unvorhergesehene Umstände eintreten, die uns dann doch noch nach vorne spielen werden. Danke. Michael, letzten Sonntag.